größte Abnehmshow der Welt ist zurück mit unglaublichen Verwandlungen. Auch in diesem Jahr bekommen 20 Übergewichtige die Chance auf ein neues, leichtes und gesundes Leben. Hier ist wirklich der letzte Ausweg. In den letzten Jahren feierten schon andere Kandidaten erstaunliche Abnehmerfolge. Auf einer griechischen Insel starten die Teilnehmenden ins Bootcamp. Hallo, herzlich willkommen hier auf der wunderschönen Kykladeninsel Naxos. Hallöchen. Hi. Hallo. Es soll endlich wieder aufwärts gehen. Ganz oben auf diesem Berg warten schon die Trainer Sigrid Iluma und Ramin Abtin auf die Kilokämpfer. Mit 227 Kilo ist Thorsten der schwerste Kandidat. Weil ich das letzte Mal also überhaupt so viel gelaufen bin, so ein Berg, so ein Hohen, das ist schon Ewigkeiten her. Also das, ich glaube noch nie eigentlich. Eigentlich glaube ich noch nie. Teamchefin Christine Theis weiß, wie sehr er sich hier überwinden muss. Thorstens Gewicht wurde immer mehr zum Problem. Seine Freundin Sarah macht sich Sorgen. Das wollte ich eigentlich nicht. Also meine Ängste sind halt, dass er in Zukunft extremere Einschränkungen hat. Also kann ja alles Mögliche dazukommen, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann. Oder ja, im schlimmsten Fall, dass es dann halt rum ist. Eigentlich schadet mir mein Körper für meine Gesundheit und für mein Gemüt. Aber ich weiß, wenn ich es anschaue, wenn ich doch mal im Spiegel schaue, kriege ich sofort schlechte Laune. Deshalb geht der 42-Jährige schon in dieser ersten Challenge an seine Grenzen. Doch er schafft den Berg. Ich muss gerade lachen, weil ich so stolz bin, dass ich sie hochgeschafft habe. Das ist ein schönes Gefühl, ne? Ja, das ist wahnsinnig. Unglaublich. Thorsten, warum glaubst du, dass dieses Camp und diese Herangehensweise für dich der richtige Weg ist? Ich glaube, weil ich einfach sonst denke, in 10 Jahren sitze ich im Rollstuhl oder bin tot. Und damit das nicht passiert, kämpfen er und 20 Kandidaten in den nächsten Monaten um jedes Kilo. Leben leicht gemacht, The Biggest Loser ist wieder da ab Sonntag 16:30 Uhr hier in Sat.1.